Wir haben die Partie zwischen dem Vorfeld aus Burg, nämlich vom Auto aus Schmale gegen Werner Reben. Von Markov Lübbecke. Erzisch Angelo 4, präsentiert von Burger Kings, die gegen den Freund aus der Brücke, präsentiert von Martin Nürnberg, präsentiert von Schulz und Osterwitz, wo es gegen Hannover 96 an, präsentiert von Union Investment. Und in der letzten achten Begegnung spielt der Hertha BSC Berlin, präsentiert vom Auto aus Becker Thiemann gegen Mainz 05. So, da war Schiedsrichter Thomas Lauf schneller als alle anderen und hat das Spiel etwas zu früh angepfiffen. Jetzt aber sind wir dabei beim Achtelfinale Hamburger SV gegen die Mühlkreisauswahl. Und das ist jetzt ein richtig dickes Brett, was die Mühlis da zu bohren haben. Denn die Hamburger waren sehr stark in der Vorrunde, auch wenn das der Bella auch ganz klar aussagt. 9 Punkte. 3-1 gegen Bielefeld, 2-0 gegen Stuttgart, 4-3 gegen Leipzig. Wir sind einmal durch die Vorrunde gejagt. Und natürlich am auffälligsten, beide gerade auf der Platte, die Topspieler der Hamburger, Adigo und Halidou, der A- und A-Sturm hier beim HSV. Hier vorne Nummer 17 und Nummer 11. Wird eine Aufgabe für die Mühlis, das hier zu knacken. Aber warum nicht? Sie haben auch Borussia Dortmund geschlagen. Die stehen mal im Viertelfinale. Das war ein Foulspiel von Luis Elsner. Spieler aus Grützen. Schiedsrichter der Partie übrigens, Thomas Lauf vom SSV Preußen-Schulden. Sein erster Auftritt im Turnier. Möglichkeit jetzt für den Torwart. Und wenn die Mühlis jetzt an den Ball kommen würde, dann gäbe es die Möglichkeit. Das Tor ist nämlich frei. Gute Parade hier von Moritz Sander. Für die zweite Partie. Jetzt seid ihr hier vor. Bewegung, bitte. Platz im Takt für unsere Mühlis. Das ist Clemens Schuck. Ja, Schussversuch ist in Ordnung. Jeder Abschluss, jeder Torschuss gibt ein bisschen Selbstvertrauen, gibt ein bisschen Mut. Und genau den erfordert es. Das war das, was im ersten Spiel der Mühlis gegen die Bayern komplett fehlte. Der Mut, das Zutrauen in die Aktion. So. Hamburg jetzt das erste Mal im Turnierverlauf mit einem ganz offensiven Torwart, Niklas Gohr. Da muss Clemens Schuck einen Schritt halten. Gute Parade wieder von Moritz Sander. Auch noch den Ball hat er. Wechsel muss jetzt den Ball schnell loswerden. Ja, ging nicht anders. Wechsel dauert da etwas lange. Das ist noch so einer dieser Unterschiede zwischen den Profis und unserer Mühlkreisauswahl. Das sind so Abläufe und Dinge, die gehen da einfach etwas flüssiger vonstatten. Da ist die Erfahrung einfach mehr da. Jetzt der Wechsel beim HSV. Sofort der zweite Ball. Führungstor, das wäre wichtig. Das wird die Halle auch in Schwung bringen. Die Atmosphäre richtig hochkochen lassen. Momentan Hamburg, die spielbestimmende Mannschaft, aber gut aufgepasst hier. Von Thilo Stallmann, gut geklärt. Die ersten 6 Minuten sind gespielt. Noch kein Tor in dieser Partie. Aber wieder gut verteidigt, da ist ein Stallmann. Jetzt Ecke geklärt.
von Gianluca Lavanco. Auf ganz Nummer sicher. Eckball für den HSV. Das Reinspiel und gut verteidigt da. Simon Kunz zur Stelle gewesen. Hier ist der Schussversuch. Klar, 7 Minuten sind bis hier immer noch 0 zu 0. Das ist die Chance aufs Viertelfinale nach Fort Minus. Aber natürlich brauchen wir unsere Unterstützung. Das kommt jetzt über das Hörerball. Jetzt gibt es Unterstützung. Jetzt gibt es das Feuer vor den Rängen. Und das wird jetzt immer wichtig, um die Spannung hochzuhalten, um auch die Ermüdung, die Erschöpfung damit zu machen. Das war ein Foulspiel. Verteidigen das ordentlich. Sie schaffen es, Hamburg so ein bisschen weg vom Tor zu halten. Sie nicht zu riesenwürdig kommen, Möglichkeiten im Sekundentakt kommen zu lassen. Das ist eine gute Ausgangsbasis hier fürs Weiterkommen. Die HSV hier immerhin mit bei. Top-Torschützen unterwegs. Adigo, Alidu und Jonas Fabisch. Nächste Duell. Die Auswahl. Der Ball wieder geklärt. Jetzt genau vorrücken. Auf keinen Fall zu tief stehen. Und wach in jedem einzelnen Duell. Machen das gut. Freistoß wieder, Ballbesitz für die 0-3-Sauswahl. Weiter Ball jetzt, verlängert. Ja, das vermelden wir als Torschuss für die 0-3-Sauswahl. 6 Minuten noch auf der Uhr. Spiel lebt eindeutig von der Spannung, aber das mal so richtig. Also nochmal, die Hamburger sind hier mit 9 Punkten durch die Vorrunde gejagt. Insgesamt 9 Treffer erzielt in 3 Spielen. Und jetzt nach 2 Dritteln der Spielzeit kommen sie kaum zu großen Möglichkeiten, geschweige denn zu einem Torerfolg. Wieder guter Ball gewinnen. Ah. Ah, ich glaube, es war die korrekte Entscheidung. Freistoßmöglichkeit jetzt für den Hamburger Sportverein. Hendrik Müller steht da bereit. Müller, klasse gespielt. Aber gut gehalten von Moritz Sander. Ganz wichtiger Parade. Sofort der Umschaltmoment. Ein Stück mal zu weit geworfen. Mach klar mit jeder Aktion. Da ist aber der Ball gestorben. Kein Foulspiel. War wieder Friedrich Müllkraus aus Wahl. Jetzt die Möglichkeit im Dribbling. Jetzt kommt Dynamik rein. Ach, gut zurückgearbeitet wieder. Das war ein Moment. Knifflig und wackelig aus, aber sofort in die Grundformation zurückgekommen. Sie verteidigen das gut. Isazimi verliert jetzt den Ball. Jetzt kann Tempo aufgenommen werden. Siona Fabisch. Aber wieder. Sie geben da keinen Zweikampf verloren. Da müssen sie aktiv sein, da dürfen sie jetzt nicht zu viel Abstand lassen. Nochmal der Wechsel, 4 Minuten noch auf der Uhr. Ah, sie müssen versuchen, es mehr zu verteidigen zu spielen. Oh, da fehlt ein Spieler.
Oh, was für ein Wechselfehler. Hoffentlich wird das nicht bestraft. Da waren drei Spieler auf der Platte und der vierte fehlte. Aber alles gut gegangen. Krasse Ballbehandlung hier. Ah, und das macht er natürlich stark. Ruskan Masalci. Aber unnötiger Treffer. Zu gehen. Jetzt der Ballverlust wieder. Nicht gut und Hamburg spielt das gut. Das war Moritz Sanders nochmal da. Freistoß, Ballbesitz für die Mühlis. 2:40 auf der Uhr. Aber sie greifen auch nicht mehr richtig an. Das ist das ganze Spiel schon. Sie verteidigen das gut, aber es ist nach vorne ein Stück weit ja, zu billig, zu platt. Weil sie kein Aufbauspiel haben, weil sie nicht aufkommen, weil sie die Bälle einfach stumpf nach vorne werfen und hoffen, dass was passiert. Und das ist dann im Zweifel zu wenig, um dann auch mal nach vorne Nadelstiche und Akzente zu setzen. Dann kann so eine Finish natürlich richtig lang werden. Zwei Minuten noch. Und da wieder. Ja, die schaffen es nicht, den Ball mal zwei, dreimal zu spielen und dann zu gucken, was sich für Räume ergeben vielleicht. Nicht. Du bist jetzt verletzt am Boden. Moritz Sander in einer starken Parade. Aber er hält die Mühlis überhaupt im Spiel. 90 Sekunden noch auf der Uhr. Gut verteidigt jetzt. So, jetzt mal 2 gegen 1 Überzahl. Das muss natürlich jetzt schnell gehen. Ah, da muss der Abschluss schneller erfolgen. Guido Steilmann. Und jetzt kommt Hamburg mit der Dynamik, mit dem Tempo. Aber Simon Kunz ist da und schmeißt sich in diesen Ball rein. Nochmal guter Abschluss. Moritz Sanders da. Letzte Minute läuft. Die Mühlis sind noch im Spiel. Es ist nur ein Tor. Aber auch der Ball wieder über der Bande. Wieder Ballbesitz Hamburg. Sie brauchen den Ball. Sie brauchen Abschlüsse. Wieder jetzt. Gut durchgespielt. Wenn er an den Ball kommt, nein. Kommt ein Stück weit zu steil. Dann nicht auf den Torwart gehen, das ist Schwachsinn. So, nächste Gelegenheit jetzt. Mühlis da. Mit dem Ball. Uhr ist angehalten. Genau da, wo der Ball jetzt war, da muss er rein. Dann gehen wir jetzt noch Meter schießen. Gibt es noch mal eine Möglichkeit. Es wäre so gefühlt die erste im Spiel. Mühlis ohne nennenswerten Torschuss. Ah, und auch der Ball dem Torwart. In die Arme. Wir haben noch 22 Sekunden auf der Uhr. Jetzt die Möglichkeit vielleicht. Ball wieder geklärt. 14 Sekunden. Das ist noch möglich. Der Ball muss jetzt kontrolliert nach vorne. Das war gut gespielt. Abschluss muss erfolgen. Wieder geblockt. Gibt es die nächste Chance. Nochmal. Wenn der Ball quer kommt, die Möglichkeit für die Mühlis. Abgelegt. Nein.
Das Spiel ist aus. Die Mühlis scheiden aus. Der HSV gewinnt verdient mit 1:0. Und trotzdem gibt es natürlich Applaus aus der Kreissporthalle für die Mühlklassauswahl. Also nochmal ein Festhalten. Sie haben definitiv toll gekämpft. Nach vorne war es ein bisschen platt. Ansonsten scheiden sie aber verdient aus. Das muss man so konstatieren. Trotzdem Glückwunsch für ein tolles Turnier an die heimische Mühlklassauswahl. Wir melden uns gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Und das heißt mal eben Bayern München gegen Rasenballsport Leipzig.